Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier vom Pflanzen gegen Zombies 2. Ja, es gibt ein kleines bisschen was zu erzählen, zu klären, zu sagen, zu beschließen, wie auch immer man es nennen will. Solange machen wir mal diese Piñata-Party. Also, wir müssen heute zum einen eine der Challenges wiederholen, die ich in der vorletzten Folge leider falsch gemacht habe, weil ich da etwas ganz Wichtiges vergessen habe. Deswegen werden wir jetzt dann nachher nochmal eine Challenge machen, die wir aber eigentlich bereits kennen. Und dann gibt es noch eine andere kleine Sache. Ja, ich habe ja vor einer Weile mal Pflanzen gegen Zombies 2 gestreamt. Das ist aber auch schon wieder ein bisschen her. Und da habe ich damals den Stream davon aber nicht hochgeladen. Also ich habe einen Teil meiner Streams, ich glaube dreimal dürfte das jetzt gewesen sein, oder was, zweimal? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube dreimal habe ich bis jetzt gestreamt, Pflanzen gegen Zombies 2. Und den letzten Stream habe ich aber leider bis heute nicht hochgeladen. Ich habe die Daten aber alle immer noch auf der Festplatte, also das ist alles immer noch da. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, wenn ich diese Folge aufgenommen habe, wenn ich sie dann hochlade, damit sie heute noch rechtzeitig für euch online erscheint, dass ich mich dann hinsetze und diese Folge noch gleich schneide. Und ich werde diese Ausschnitte aus diesem Stream dann jetzt alle 2 Tage hochladen. Aber allerdings als Ersatz für die eigentlichen Pflanzen gegen Zombies 2 Folgen. Und zwar so lange, bis halt dann diese Folgen alle durch sind. Und dann wird es wieder regulär Pflanzen gegen Zombies 2 geben. Ja, warum mache ich das? Warum kommen dann jetzt erstmal keine neuen Folgen? Das hat einfach den Grund schlichtweg. Wir spielen jetzt seit 2013 Pflanzen gegen Zombies 2. Du warst 14? Ich glaube, es ist tatsächlich schon seit 2013 spielen jetzt Pflanzen gegen Zombies 2. Und wie soll ich sagen? Manchmal muss man einfach mal ein Päuschen einlegen, weil es sonst einfach auf Dauer zu viel wird. So blöd, wie sich das anhört. Weil einfach im Laufe der Zeit so ein bisschen eine Flaute einkehrt. So ein bisschen der Spaß so ein bisschen verloren geht. Und wir spielen das jetzt seit über 2 Jahren. Und da brauche ich, um ehrlich zu sein, einfach mal ein kleines Päuschen von dem Spiel. Mir macht Pflanzen gegen Zombies nach wie vor auf der einen Seite wirklich total viel Spaß. Und auf der anderen Seite muss ich aber sagen, ja, reicht es dann zwischendurch auch mal wieder ein bisschen. Und ich würde mich halt tatsächlich dann freuen, mal wieder ein kleines bisschen, ja, Pause davon zu haben. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen es sind. Sind es 5 Folgen? Sind es mehr wie 5 Folgen? Und die würde ich halt jetzt einfach als Ersatz zu den neuen Folgen hochladen. Für die Leute, die damals im Stream dabei sind und die sich leider nicht wirklich für diese Aufzeichnung interessieren, für die ist es natürlich schade, weil die erstmal überhaupt keine neuen Folgen zu sehen bekommen. Die damals nicht dabei waren, ich hoffe, dass sie trotzdem ihren Spaß daran haben und sich freuen, zumindest die Stream-Aufzeichnung zu sehen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Es geht auf alle Fälle auch wieder weiter mit Pflanzen gegen Zombies. Und vielleicht bringe ich auch dazwischen den ein oder anderen normalen Part. Aber ich brauche jetzt wirklich einfach mal so eine Woche oder vielleicht auch 2 Wochen einfach mal ein bisschen Abstand von dem Spiel, damit das nicht zu einem Frust ausartet. Denn die Challenges machen Spaß, keine Frage. Aber ich weiß nicht, ich hoffe, ihr versteht einfach, wie ich das meine. Wenn man über 2 Jahre lang ja wirklich mehrmals die Woche immer dasselbe Spiel spielt, braucht man manchmal einfach mal kurz ein bisschen Pause. Und bevor ich gar nichts hochlade, lade ich euch so wenigstens noch den Stream hoch. Und dann habt ihr den auch endlich mal. Ja, wir müssen eine Challenge wiederholen, habe ich ja schon festgestellt. Deswegen müssen wir jetzt erst mal gucken. Die Back-in-Business-Challenge. Nur Pflanzen, die es im ersten Teil gab. Genau, deswegen hatten wir ja gesagt, gehen wir ins alte Ägypten und machen das hier, weil hier die wahrscheinlich, weil hier halt auch, wie soll ich sagen, noch nicht so diesen viele Speziallevel und so waren. Nehmen wir mal Level 14, mal gucken, ob das ein normales Level ist. Und dann machen wir die Challenge nochmal. Das sieht doch gut aus. Okay. Die Challenge, die wir wiederholen müssen. Back to Business Challenge. Dort dürfen Sie nur Pflanzen benutzen, die es im ersten Teil von Pflanzen gegen Zombies gab. Aber pro Welle musst du eine Pflanze beseitigen. Und das ist das gewesen, was ich nämlich nicht gemacht habe. Pro Welle musst du eine Pflanze beseitigen zur Hingabe an den großen Sonnenblumogott. Power-Ups dürfen darf man verwenden, aber nur einmal pro Welle. Genau.
Das machen wir jetzt nochmal. Die müssen wir wiederholen, weil dieses Opfern, das habe ich nämlich nicht gemacht. Okay, schauen wir mal. Also, alles Sachen, die es im ersten Teil gab. Das da gab es auch noch im ersten Teil. Die gab es auch im ersten Teil. Den da gab es auch im ersten Teil. Und dann gab es aber auch das da im ersten Teil. Schauen wir mal, ob das ausreichend ist. Das sind jetzt alles Pflanzen, die es so in der Form im ersten Teil definitiv gab. Ja, nee, also wie gesagt, das ist keinesfalls böse gemeint. Ich möchte mit diesem Projekt auch gar nicht aufhören. Ich mag das Spiel nach wie vor immer noch sehr gerne. Aber es gibt halt aber auch zwischendurch mal Tage, wo ich mir so denke, boah, ich habe heute keine Lust. Und da sich das halt, je länger man ein Spiel halt wirklich immer und immer und immer wieder spielt, sowas halt aber auch immer und immer häufiger vorkommt, muss man halt irgendwann einfach mal ein Päuschen einlegen. Und wie gesagt, das ist vielleicht jetzt eine Woche. Ich glaube, dass es niemals mehr wie 2 Wochen werden. Aber auf alle Fälle dürfte es halt wirklich eine Woche sein, wo ich einfach das Spiel mal ein bisschen hinten anstelle und eben die Streamaufzeichnung dafür hochlade. Und dann geht es aber nochmal weiter. Und sollte in der Zeit ein Update kommen mit irgendwas, dann kommt auf alle Fälle eine Folge. Und dann, wenn wir nämlich dann durch sind und dann eben diesen Stream hochgeladen haben, dann habe ich so ein paar Tage Abstand von dem Spiel gehabt und kann wieder frisch und fröhlich reinstarten und schön auch weitermachen mit Challenges und Co. Und ich glaube, dann sieht das alles auch gleich wieder ein bisschen anders aus. Weil ich merke auch so ein bisschen in meinen Folgen, dass ich die Leichtigkeit ein kleines bisschen verloren habe. Die Leichtigkeit, die ich sonst immer hatte. Dieses fröhliche, quietschige, manchmal auch ein bisschen überdrehte, ist momentan alles sehr ernst und strukturiert geworden. Und das mag ich nicht. Das mag ich gar nicht. Und das finde ich einfach schade. Und das ist nicht das, was mir am Pflanzenliegen so viel Spaß macht. Weil, wenn ich ernst spielen möchte, einfach nur so vor mich hin farmen an Level und Co., dann kann ich das auch zwischendurch privat einfach so machen. Wisst ihr, wie ich meine? So, jetzt kommt dann gleich eine Welle. Da muss ich jetzt aufpassen, mich konzentrieren, dass ich diesmal dran denke, dass ich die Welle dann auch wirklich mitnehme. Dass ich den Fehler wieder mache. Eher doof, den Fehler schon wieder zu machen. Jetzt müssen wir hier mal Stacheln hinbringen. Damit dann die da hier auch mal am Anfang ein bisschen mehr Schaden nehmen. Okay, jetzt kommt eine Welle. Dann rupfen wir die Sonne aus. Yay! Darf ich die jetzt auch einfach sofort wieder neu pflanzen? Schon, ne? Dann pflanzen wir sie wieder neu. Ich habe ein relativ einfaches Level in dem Sinne, wenn ich hier tatsächlich, ja, relativ zügig schon wieder, wenn hier kaum Wellen kommen in dem Sinne. Aber gut, soll mich freuen. Ist ja eigentlich gut so. Muss ich nicht viel opfern. So. Okay, wir haben auch Stachelkraut. Wunderbar. Funktioniert sehr gut. So. So. Können wir ja hier schon mal die zweite Reihe beginnen mit dem Stachelkraut. Ah, jetzt geht es aber ganz schön auf. Ne? Jetzt kommt ja hier mit ganz schön vielen Grabsteinen um die Ecke. Finde ich jetzt nicht so prickelnd. Finde ich nicht so prickelnd. Power-Up darf ich einmal pro Welle verwenden, aber ich will eigentlich eher weniger jetzt ein Power-Up verwenden. Aber gut, mit dieser Welle habe ich noch kein Power-Up verwendet, dann räumen wir halt jetzt einmal auf. So, jetzt ist gleich mal ein bisschen leerer hier geworden. Mit der normalen Sonnenblume komme ich tatsächlich nicht wirklich weit, ich merke schon. Nicht so gute Chancen damit. Die Grabsteine sind halt das Riesenproblem. So viele Grabsteine. Das macht mir echt Stress hier. Deswegen müssen wir gucken, dass wir hier so viele Stachelkraut-Sachen wie möglich auf den Boden pflanzen. Weil da, wo ein Stachelkraut ist, da kann er keinen Grabstein spawnen. So, hier zum Beispiel jetzt. Zack. Genauso wie er hier dann jetzt keinen Grabstein spawnen kann. Mal da weg. Dass wir halt richtig schön Schaden ausladen können hier überall. Nein, nicht wegfressen. Danke. Vielleicht zwischendurch auch hier das so hin. Machen wir das mal weg, weil ich glaube, hier war jetzt schon eine neue Welle. Ich weiß es gar nicht. Ihr habt keine Ahnung, ich habe schon wieder voll vergessen.
ich noch wieder was wegmachen. Ja, das eine Power-Up hat ziemlich rausgerissen, ne? Das hat ziemlich gut funktioniert. So. Das war schon die Welle, okay. Ja, da habe ich, da hätte ich es fast vergessen, die Pflanze rauszurupfen. Aber ich glaube, somit haben wir die Challenge dann auch bestanden. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich hoffe es. Na gut. Dann gehen wir mal weiter zur nächsten Challenge. Die leider ohne Namen geschrieben wurde. Und zwar spiele das 5. Level von der Eiswelt nur mit Einzelerbsenkanonen. Weil nur da steht, ist die Frage, ob Sonnen erlaubt sind. Wenn keine Regelung zur Sonne da steht, weiß man es nie. Aber es ist ein Speziallevel. Wie es scheint. Okay, ich kann dieses Level leider nicht nur mit Einzelkanonen spielen, weil dieses Level ein vorgegebenes Speziallevel ist. Ja, deswegen, wenn ihr spezielle Level vorschlagt, wäre es immer ganz gut, wenn ihr nachguckt, ob man das Level überhaupt so spielen kann. Weil das hier ist ein Speziallevel, also ist das nicht machbar. Und da halt leider kein Name dasteht, wer das eingereicht hat, kann ich leider natürlich jetzt auch nicht großartig was dazu sagen. Okay, dann gehen wir weiter. Von Lyserk. Benutze in einem beliebigen Level, gerne 10 oder höher, nur die Banane und die Kokosnuss, um den Zombies zu schaden. Alle anderen Pflanzen, die Schaden verursachen, sind nicht erlaubt. Auch Bomben, Stacheln und Seetang. Entschuldigung. Weiterhin sind Pflanzen erlaubt, die keinen Schaden machen, wie Sonnenblumen, Sonnenpilz, Nüsschen, Eisbergsalat, Seerosenblätter. Im Level bekommene Dünger sind erlaubt. Viel Spaß! Mikrofon muted. Mikrofon activated. Ich habe mal kurz ein bisschen Husten unterdrücken müssen hier, sorry. Geh mal davon aus, dass Riesenwellenstrand gemeint ist. Machen wir jetzt einfach mal. Wir machen jetzt mal Riesenwellenstrand. Gerne 10 oder höher. 10 ist ein Speziallevel, also 11. Okay. Dann packen wir uns erstmal ein. Also Sonnen ist erlaubt, das ist gut. Die meisten Pflanzen wurden vorab für mich ausgewählt. Oh, okay. Haben wir wieder ein tolles Level erwischt. Ist blöd. Also zurück zur Karte. Und wählen wir ein anderes Level. Dass wir uns jetzt ausgerechnet für den Strand entschieden haben, könnte natürlich ein Problem werden. 11, 13. Ja, mal 13. 13 ist doch eine tolle Zahl. Vielleicht klappt es da ganz gut. Höchstens 16 Pflanzen zur selben Zeit. Wir können es mal versuchen. Sonnen. Nehmen die da und die Banane, hat es geheißen. Und ansonsten halt nur Pflanzen, die keinen Schaden machen. Okay, das dürfte jetzt machbar sein. Das müssten wir hinkriegen. Nur schade, dass ich schon wieder ein Speziallevel habe. Aber gut. Oh, das ist jetzt, macht hier ein bisschen langsamer. Macht langsamer. Seerosenblatt brauchen wir noch. Mal gucken, ob wir das Level schaffen. Bin mir noch nicht sicher. Zum Glück zählen die Seerosen. Doch, die Seerosen zählen als Blätter oder was? Als Pflanze. Ernsthaft? Ja, die Seerosen zählen als Pflanze. Verdammt. Wieso muss ich immer in Level landen, die schon Speziallevel sind? Vielleicht sollte ich das Ganze doch nicht hier im Riesenwellenstrand machen. Ach Mensch. Ja, es hieß gerne 10 oder höher. Dann machen wir mal 9, weil es hieß ja nur gerne. Weil hier sind irgendwie nur... Es sind nur Speziallevel hier. Was soll das denn? Ah, Spiel. Ich möchte gerne Challenges machen. Und nicht Challenge in Challenge in Challenge in Challenge. Meine Güte. Das Spiel, es hat mich lieb. Entschuldigung, es tut mir leid. 13, 16, 17. Und? Was ist es? Ah, endlich. Okay. Pflanzen, die keinen Schaden machen. Und dann die da noch. Und die da noch. Und das da. Mit denen machen wir sie ein bisschen langsamer. Die macht auch keinen Schaden.
gibt's auch nicht. Wir brauchen aber nur ein Nüsschen. Schauen wir mal. Ja. Ja, hilft ja nicht. Machen wir mal so. Kriegen wir schon hin. Und wenn nicht, dann müssen wir es halt einfach nochmal versuchen. Aber ich hole mir hier die Sonne. Wieso habe ich da von manchen keine Sonnen bekommen? Das ist ja nett. Da bekommt man von manchen einfach schlichtweg keine Sonnen. Wie gemein ist das denn? Du wirst erstmal schauen, dass das so schnell wie es nur geht, diese benötigten Sonnen zusammenbekommen, die wir brauchen, um überhaupt so eine Pflanze pflanzen zu können. Das ist das nächste Problem. Na gut, schauen wir mal. Kriegen wir schon hin. Hoffe ich. Da, können wir nochmal aufhalten. Ja, da kommt schon der nächste Zombie. Und der nächste. Wir müssen hier mal aufhalten. Komm schon. Komm schon. Es muss jetzt ein bisschen zügiger gehen. Wir brauchen Sonnen. Ja. Nochmal aufhalten. Dahin. So. Wir kommen halt momentan noch nicht schnell genug neue Sonnen zusammen. Ja, immerhin habe ich jetzt einmal Schaden gemacht, aber die sind jetzt da auch oben gleich durch. Ja, also schon durch der erste. Ist nicht gut, das ist nicht gut, aber wir bekommen gleich einen Dünger. Oh, gut. Und die Dünger, hat es geheißen, sind mir erlaubt, die hier drauf sind. Dann können wir nämlich hier schon mal wieder was wegbomben. Oh, gut. Die nächste Kanone dürfte auch gleich machbar sein. Ja, hier. Machen wir dann gleich da mal. Flump. So. Die weg. Jetzt geht's allmählich. Jetzt kriegen wir es allmählich hin. So. So. Ja, ja. Das sieht jetzt eigentlich aktuell gerade ganz gut aus. Da, das hat gleich mal einige richtig schön geschadet. So, jetzt sind meine ganzen Nüsschen hier weg. Mal gucken. Ah, der ist leider immer noch nicht down. Nein, 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 nein. Oh. Das ist nicht gut. Das ist alles andere als gut. Das ist alles andere als gut. Muss man hier mal drauf machen. Oh Gott, das habe ich gar nicht gesehen, dass der hier durch ist. Ah, verdammt. Hab ich nicht aufgepasst. Das war nicht so doll. So. So. Muss ich mich echt mal ein bisschen mehr konzentrieren. Das ist nicht gut. Die tauchen doch, meine ich, von alleine wieder auf, ne? Nach einer Zeit sind die automatisch wieder frei. Das war doch so. Glaube ich, mich zu erinnern. Oder täusche ich mich da? Jetzt sollten wir da allmählich mal was drunter packen. Was ist da drüber geflogen? Warum? Entschuldigung. Wieso? Das war gemein. Das war wirklich gemein. So, den hat es diesmal erwischt. Ach, verdammt. Erwischt natürlich nicht. Jetzt hat es erwischt. So, aber jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh! Okay, jetzt, 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 jetzt geht's auf. Jetzt geht's auf. Jetzt geht's auf, meine lieben Freunde. Ich hätte vielleicht zwischendurch mal dafür sorgen sollen, dass ich, oje, jetzt ist es dadurch. Dass ich, jetzt habe ich einen Faden verloren. So, haben wir den geschafft. Und da kaputt machen. Oh, da hätte ich bumm machen können. Okay, wir haben das Level geschafft, wenn auch auf sehr, sehr komischen Wege.
Ich bin total verpeilt. Oh, das ärgert mich. Eieiei. Aber eigentlich eine ziemlich coole Challenge, die ich am liebsten nochmal wiederholen würde, aber ohne diese Probleme, die ich gerade hatte. Nee, aber wie gesagt, ich hoffe, ihr seid nicht allzu böse. Es wird übermorgen auf alle Fälle einen Pflanzen gegen Zombies 2 Teil geben, aber es wird eine der Streams sein. Der Stream liegt schon ein schönes Weilchen zurück. Das sind bestimmt schon ein paar Monate, die da zurückliegt. Und dann wird es aber auch bald wieder neue Pflanzen gegen Zombies 2 Folgen geben. Aber gebt mir einfach mal ein paar Tage, um ein bisschen von dem Spiel Abstand zu nehmen. Einfach, um wieder ein bisschen mehr Spaß und Freude reinzubekommen. Es ist einfach schon zu alltäglich geworden, dass ich dieses Spiel spiele. Ich hoffe, ihr versteht es. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Ich möchte euch natürlich nicht enttäuschen, aber ich denke, die meisten verstehen, was ich euch damit sagen möchte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns ganz bald wieder zu einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies 2. Bis dahin, ciao!